Die Eichhörnchengruppe des Deutschen Nationalitätenkindergartens Wunderland hat auf der Bühne die Geschichte von St. Martin vorgespielt. '97 haben wir in unserem Kindergarten den Martinstag zum ersten Mal organisiert. Am 11. November gedenken wir St. Martin mit den Kindern und Eltern in einem Laternenumzug, der bei uns im Kindergarten zur Tradition geworden ist. Die Laternen werden an Arbeitsnachmittagen mit den Eltern gemeinsam gebastelt. Und die Kinder lassen jedes Jahr die Geschichte von St. Martin auf Deutsch lebendig werden. Mein Licht ist aus, sie gehen nach Haus, Rabbi Mera, Bach Mera, Bum. Abschluss der ganztägigen Feier ist der abendliche Laternenumzug. Und jedes Jahr rund um den Martinstag veranstalten wir eine deutsche Nationalitätenwoche. Wir versuchen den Kindern, die noch lebenden deutschen Handwerker zu zeigen und die Möglichkeit zu geben, sie auszuprobieren. Zum Beispiel blau färben, Patschke stricken, Lebkuchen backen oder Korbflechten. Und ich glaube, dadurch bekommen die Kinder ein bleibendes Erlebnis. Auch in diesem Jahr haben wir diese Nationalitätenwoche im Kindergarten veranstaltet. Jeden Tag konnten sich die Kinder über die ganze Geschichte hören oder über, von St. Martin die Geschichte anhören. Und hier haben wir schon Nationalitätstanzhaus organisiert und das Backen von Gänsekuchen ist auch eine Tradition bei uns im Kindergarten und die Gänsekuchen haben auch eine weitere Rolle. Sie werden am Abend vor dem Laternenumzug mit den Eltern zusammen zerbrochen und die Kinder sollen das mit jemandem teilen. Es symbolisiert bei uns die Güte, die Liebe und die Aufmerksamkeit füreinander. Ich glaube, dass unser gemeinsames Interesse ist, dass die Kinder diese Traditionen kennenlernen und weiterpflegen, der Werte der Vergangenheit oder die Werte der Vergangenheit für die Zukunft aufbewahren. Die Schüler der Klasse 4a aus der Deutschen Nationalitätengrundschule Valeria Dienisch haben ein Grimm-Märchen, die Sterntaler, aufgeführt. Anschließend hat der Chor der Schule das Publikum mit Martinsliedern erfreut. Und warum sind wir hier? Also gestern war der sogenannte St. Martinstag und zu diesem Tag gehören ganz viele Bräuche in den europäischen Ländern. Zum Beispiel Martins Gansessen oder Martinsumzug. Und es wird auch in unserer Stadt gefeiert und wir haben uns sehr gefreut, als wir von dem Kulturhaus Mihai Bobic eine Anfrage bekommen haben, dass wir an diesem Eröffnungsfest teilnehmen könnten. Natürlich haben wir ja gesagt. Unsere Schüler sind also heute hier und sie nehmen an diesem Eröffnungsfest teil. Wir konnten unsere Schüler von der 4. A-Klasse sehen. Sie haben eine kleine Szene, den Störtaler, vorgeführt. Und unsere Musikgruppe und der Chor, sie haben drei Lieder gesungen mit eigener Instrumentation. Und ich glaube, sie waren sehr, sehr geschickt. Ich bin ganz stolz auf sie, denn sie spielen erst seit 2,5 Monaten so zusammen. Und ich glaube, sie waren super. Vielleicht
damit können sie ein bisschen mehr Lust, auch sich mit der deutschen Sprache zu beschäftigen. Martinstag wird übrigens auch in der Schule gefeiert, denn wir sind eine Nationalitätenschule. Und dieser Brauch verbreitete sich, soviel ich weiß, besonders in den deutschsprachigen Ländern. Und jedes Jahr machen wir auch ein Programm an diesem Tag. Voriges Jahr konnten wir diesen Tag leider nicht zusammen feiern, also wegen der Pandemie. Aber jetzt sind wir wirklich ganz froh, dass wir wieder zusammen sein können. Und ich freue mich auch sehr, dass wir uns vor der Stadt wieder vorstellen konnten. In den Nationalitätenkindergärten und Grundschulen haben Martinsfeste und Laternenumzüge schon jahrzehntelange Tradition. Dadurch können die Kleinen so bleibende Erlebnisse bekommen, die sie dann später auch an ihre Kinder weitergeben werden.